Zur Pressekonferenz begrüße ich Gästetrainer Goran Sutton, herzlich willkommen. Unseren Trainer Markus Gaugisch, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Und auch unseren Geschäftsführer Wolfgang Strobel, auch dir herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Herr Sutton, Ihr Fazit zum Spiel. Ja, es herrschte eine Drucksituation vor dem Spiel und offensichtlich ist Balingen mit diesem Druck heute besser umgegangen. Wir haben in Knackpunkten des Spiels schon wie gehemmt gewirkt. Erste Halbzeit oder erste 20 Minuten haben wir mitgehalten, Spiel offen gehalten. Aber an dieser Stelle muss ich auch sagen, dass ich sehr beeindruckt bin von der Leistung von Martin Strobel und so einen Denker und Lenker haben wir heute in unserer Mannschaft nicht gehabt. Der hat wirklich entscheidende Impulse in jeder Phase des Spiels gesetzt. Und wenn man auch sieht, dass plötzlich heute beide Torleute, Ristanovic, mehr in der zweiten Halbzeit die Leistung bringen, die in den letzten Spielen vielleicht nicht vorhanden war und auf unserer Seite konnten wir nicht damit dagegenhalten, dann ist nicht zu wundern, dass das Spiel in dieser Höhe auch ausgefallen ist. Herr Sutton, vielen Dank für Ihr Fazit. Markus, nochmals herzlichen Glückwunsch zum ersten Sieg. Ich kann mir vorstellen, dir ist heute auch, wie vielen anderen, ein richtiger Stein vom Herzen gefallen. Ja, zunächst danke. Danke, Goran, für die Glückwünsche. Ja, klar, die Drucksituation war da. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, der Stein ist nicht so groß, weil ich glaube, wir in der Realität ist es eben so, dass wir immer kämpfen müssen und es für uns immer so diese Situation gibt, dass wir unter Druck stehen, weil die Bundesliga eben gnadenlos ist. Von dem her ist es jetzt nichts, was jetzt irgendwie unbekannt war und deshalb müssen wir uns auch nicht in irgendeiner Art und Weise hemmen lassen von sowas, sondern wir müssen uns auf uns konzentrieren und das haben wir heute gemacht. Also das war von Anfang an nicht so leicht, weil wir auch nicht in dieser Besetzung, in der Lübeck eben hier auftritt, haben wir sie noch nicht gesehen gegen eine 3-2-1. Wir mussten überlegen, was wird gespielt auf Lübecker Seite und das blieb natürlich in einem bestimmten Bereich eben offen. Aber wir haben uns, glaube ich, einfach auf unsere Stärken zurückgezogen und haben geschaut, dass wir unser Spiel durchbringen. Und das haben wir eben am vergangenen Samstag in Lemgo auch schon gemacht. Ich finde, wir haben offensiv und auch in der Defensive letzten Samstag schon ein ordentliches Spiel gemacht und hatten schon gute Zahlen. Und da haben wir heute jetzt weitergemacht. Wir haben wieder 10 Gegenstoßtore gemacht. Und heute war das Zusammenspiel zwischen Deckung und Torhüter einfach ein Ticken besser und wir haben 60 Minuten diese Abwehrleistung gebracht und das ist für uns eine Lebensversicherung. Wenn wir den Gegner im mittleren 20er-Bereich halten können, dann sind wir sehr stark und das ist das Ziel, das wir haben müssen und das ist die Grundlage, die wir brauchen und auf der bauen wir jetzt auf und dann werden wir sehen, wo wir da hinkommen. Das ist für uns... Ja, wir spazieren, ich habe schon tausendmal gesagt, wir spazieren nicht durch die Liga. Wir kämpfen uns durch die Liga und das haben wir heute gut gemacht. Und jeder hat seinen Beitrag geleistet und genau so müssen wir weitermachen. Auch in der Halle fand ich, war es heute super, hat Spaß gemacht. Die Zuschauer waren von Anfang an genauso so heiß und emotional, wie wir das auch waren. Und ja, das ist der Weg, den wir gehen müssen und den wir gehen. Und von dem dürfen wir auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise abgehen, sondern... Genau so muss es weitergehen und dann werden wir sicherlich noch viele Spiele haben, in denen wir uns Siegchancen erarbeiten. Ja, danke. Es ist einfach ein schönes Gefühl zu gewinnen. Es war natürlich eine gewisse Erleichterung oder ist eine gewisse Erleichterung da, wobei, wie es Markus sagt, es ist ein Weg, den wir da gehen und was heute, glaube ich, ganz, ganz wichtig war, ist, dass die Mannschaft sich für ihre Arbeit belohnt hat. Das war das, was uns eben gefehlt hat in den letzten Spielen oder auch schon im Pokal, dass wir als Mannschaft oder die Mannschaft sich nicht für das, wie sie im Training arbeitet, wie hart sie da arbeitet und wie konzentriert, dass es keine Belohnung gab. Und das war heute ein ganz, ganz wichtiger Faktor und darum freut es mich und ein Kompliment auch, wie sie dann eben aufgetreten sind. Und auch das, was Markus gesagt hat, dass heute die Halle da war,
ein wichtiger Faktor, dass man trotz Ferien, trotz ja, vielleicht auch dem Spiel gegen Gummersbach, das nicht optimal verlaufen ist, heute die Halle ausverkauft hatten und auch die Stimmung von Anfang an da war, dass die Mannschaft davon auch beflügelt wurde und getragen wurde. Und jetzt haben wir eben Sonntag fahren wir nach Magdeburg und haben dann nächste Woche das Heimspiel gegen Göppingen als Derby und da brauchen wir die Unterstützung dann von den Zuschauern nochmal einen Ticken mehr und bis dahin werden wir genauso weiterarbeiten wie bisher.